Also, ja. Jawohl, endlich schlechte Let's Plays und Prost. Nein, das geht so. Jawohl, Let's Play mit Feinden. Ich kann das nicht. Du verdaddelst dich. Jawohl, Rayman Prüstige Origins. Let's Plays. Laber mir nicht nein. Okay. Jawohl, Rayman Origins mit Freunden. Oh, Prost. Und Prost. Du ziehst das künstlich in die Länge. Ja. Ja. Los, next level. Los jetzt. Chill, Browner, chill. Die Drachensuppe. Haben wir doch schon. Die hatten wir, ja. Oh, die war eigentlich ganz geil. Feuer und Flamme. Wunderschön. Ich brenne für euch. Für mich. Feuer und so. Flamme, ich kletter auf die Tanne. Hört sich heiß an, okay, oder? Ich bin gespannt. Und Moped fahren. Ha. Oh Gott, das sind Fallen. Und achso, ich kann ja auch saugen. Ja, oh, stimmt. Ja, los, dann saug mal los. Staubsaugermodus. Wow. Staubsaugermodi. Na, verdaddelt. Los, bring mich um. Wieso? Ja, weil wir die Dinge erwischt haben. Ach so. An mir liegt's nicht. Hm. An mir auch nicht. Ja, also wir hätten die auch mal gehen lassen können. Also so bin ich jetzt auch nicht. Was? Hat er das gerade gesagt? Und das von dir? Hat er nicht gesagt. Bin ich enttäuscht. Was denn da los? So. Jetzt hat Kong. Ja, jetzt hat. Oh. Alter, das wird jetzt ein Speedrun, oder? Speedranos. Auf Japanisch halt. Oder wie, guck mal, ein Bambi. Oder Loranos. Ein Bambuzola, ein Bambini. Oder ein Wambozeros. Das war über deinen eigenen Witz. Ja, freilich, nice. Nicht. Wenn sie gut sind. So, wir sind hier wieder unterwegs mit der Rayman Luftwaffe. Luftwaffe? Ja. Raimund, Luftwaffe. Hm, du, ich schmell Luftwaffels. Wir brauchen, das sind Urdeutsch, bitte. Ja. Urdeutsch, die Raimund. Rai? Wir haben es irgendwie verkackt gerade. Ja, also beim. Schaut mich nicht so an, ich sterbe immer. Ich schau dich nicht an, keiner will dich anschauen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Anforderungen hier hätten. Doch, wir haben die Ansprüche, richtig schlechte Let's Plays zu machen. Und los! Und los! Das ist mir zu viel, das kann ich nicht machen. Wir haben dich dabei, Tobi, dass wenigstens einer was kann. Ja, und aber deswegen müsst ihr doppelt so schlecht sein. Sind wir? Ich komme mit dem Druck nicht klar. Ja, verständlich. Jawohl. Verschändlich. Schändung. Oh Gott, Feuer. Nein. Feuer und Wasserkannen. Kommt nicht zusammen. Zusammen, ja. Zusammen, sowas, ja. Kann man nicht trennen. Nein, kann man nicht binden. Sind nicht verwandt. In Funken versunken, stich in Flammen. In Funken versunken, stinken die Socken. Und sind im Wasser verbrannt. Verdammt! Verdammt! Bäm, Alter! Bäm, Oide! 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 Bam, 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 bam. Alter, okay, das Ding hat mich schon wieder ausgenockt. Das ist die Falle. Fuck, ich war so gut. Ich hatte 107 Blumen. Leute, da war eine Falle. Das war die Falle des Todes. It's a crap. Auf jeden Fall. Sind wir wieder voll beim Anfang. Macht nix. Wir sind sowieso gut. Ja, auf jeden Fall. Jawohl. Mit Freunden. Und los. Jo. Tobi, wollen wir Wegweiser shoutouten? Ja, schau mal laut. Okay, kommt in die Kommentare. So ein netter Typi. Der spielt Gothic. Ja. Mega geil. Nein, er ist mit Gothic durch und jetzt spielt er noch mehr Gothic.
Nein, Sekiro. So ein Loser. Das Ding von die. Ja, du musst mir nicht dauernd reinlabern. Das Ding von die Dark Souls-Macher. Das Ding? Das neue Solo-Spiel, ja. Das ist nun Samurai. Samurai des Todes. Kann man mal empfehlen und sich reinziehen. Kommt in die Infobox. Infobox. Jo. Link in the description down below für unsere, für unsere englischsprachigen Zuschauer, von denen wir wahnsinnig viele haben, weil wir voll international sind und so. Ja, freilich. Hallo, Freilich. Also alles außerhalb von Bayern ist Ausland. Alles außer von Franken, du Banause. Ja, du Banause. Hallo, Bayern sind keine Franken. Und Franken sind keine Bayern? Das meinte ich ja. Oh, wir sind wieder. Also, oh Gott, wieso ist das eine Eiswüste? Weil wir aus der Hölle auch erstanden sind. Ja, aus der Hölle raus ins aus Eis. Ruinen. Aus Ruinen. Von Rammstein zur DDR-Hymne. Leute, ihr seid schon super drauf. Ja, wir müssen auch unsere Freunde aus dem Osten voll informieren. Ja. Und so. Ja, leider habe ich jetzt sächsische Dialekt nicht drauf. Ja, wir sind jetzt hier bei Raymond Origins. Raymond Origins. Ja, Origins. Das Original. Raymond Origins. Ja, und da sind wir durch die Gegend fliegen da. Und was sind hier Dinge durch die Gegend schießen, ja. Kämpfen gegen den Klassenfeind. Gegen da hinten ist er. Gegen die Feinden aus dem Westen. Schauen ihn euch an. Da ist er, der Hamster des Todes. Der sich seine Coca-Cola hier neu pfeift. Ja, der gönnt sich was. Oh Gott, ins Reis. Nein, pfeift. Nein, der ejakuliert. Oh, was? Der spuckt er. Ja, nein, der ejakuliert. Aus dem Mund? Ja. Ejakulation. Das ist die Evolution, ja. Ja, das ist halt hier so. Weil der aus dem Kapitalismus. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass alles in der Zukunft die Menschen. Redet nicht durcheinander, ich verstehe nichts. Aus dem Mund ejakulieren. Okay, ich hab's kapiert. Ejakulieren ist Erbrechen. Echt? Genitales Erbrechen? Ja. Übergeben. Ja, der macht quasi Genozid hier. Genozid. Ich will nicht sagen, aber ich war voll. Also, gut. Wir waren uns ja gerade voll die Massenvernichtung. Ihr wart ja, echt. Tommy, Alter, was ist los? Warum bin ich Letzte? Weil das voll die Massenvernichtung hier war. Ich weiß auch nicht. Bam! Zecke, Luftwaffel, das kann ich. Luftwaffel. Ja, Tommy, der Destroyer. Destroyer der Luftwaffel? Ja, das ist die Zerstörung des Ostens. Der Roadbeard. Mhm. Oh Gott, nein, das heißt, oh nein, haben wir das Party fast geknackt? Ja, hoffentlich. Oh nein! Ach, mein Gott! Und ich bin schuld! Wir waren mega gut! Also, das können wir so nicht machen. Ey, Tommy, fick dich hier. Also, das ist nicht lustig. Nee, haben wir nicht. Es reicht sowieso nicht. Ich hab halt echt falsch kalkuliert. Glück gehabt. Ja. Ach, drum hast du so wenig Punkte geleistet. Ja, ich wollte es irgendwie nicht. Das so. War alles qualitativ mitgedacht. Vorausschauendes Zeug. Ja, das wäre nicht mehr so schlechter Content und so. Nee, geht nicht. Feuer und Flamme. Los, weiter! Weiter geht's. Jetzt wird 30. Hier? Fiese Früchtchen. Mhm. Bitte hier sexistischen Witz einfügen. Nee. Ja, Domi, los. Domi. Und los! Nee, du, ich. Wie gesagt, das sind so Witze, so nach sind voll unterhalb von meinem Niveau. Ja, und so nach der letzten Folge würde ich es auch nicht mehr bringen. Wieso? Ja, nein, Frauen sind ja auch nur Menschen, Töten! 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 Ich meine, nein! Ich muss ja mein Content hier besser machen und so. Stimmt, Domi ist ja auch Content Creator. Ja, ich habe da hier von meinem Content Creator-Chef, von meinem Art Director, voll die schlechten Kritiken bekommen, so von wegen. Das ist mein Channel hier! Da kannst du dich immer so Sachen beleidigen! Ja, das ist ein Schatz! Mensch! Ja, doch nicht! Ey, warte, geh mal zurück! Geh mal zurück! Erschlagen! Okay, ja, seit wann sagt denn der Tobi sowas? Was? Ich? Also, ich bin hier der Propagandaminister, aber nicht Art Director! Oh, wir sterben übrigens, wenn du stirbst. Oh ja! Boah, wow, Glück ab! Also, erstmal links, das Ding müssen wir töten! Müssen wir das? So, es hätte halt 2 Punkte gebracht. Oh Gott, ja, das müssen wir töten. Ja, Genozid. Ach, okay.
Okay, egal, egal. Okay, ihr seid beide tot. Ja, dann sterbe ich auch. Jetzt kommt halt Nein, mal her. Ja, ich bin doch da. Jetzt siehst du aber wenigstens selber, wie dumm es ist. Ups, ich bin tot. Schon wieder? Ja, natürlich schon wieder. Ja, du kannst aber hier nicht sterben, wenn da... Siehst du, bin ich auch tot. Wenn da so eine blöde Ananas rumschwebt. Ananas? Ja, da unten. Wer macht denn die Ananas? Warte mal. Da oben ist ein Schatz. Ja. Ein Schatz, total. Der deinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht, hoch am Himmel zählt oder so. Ja. Du hast mich in den Tod geboxt. Ja, das mache ich für relativ häufig, merke ich gerade. Ja. Los. Ja, Raimund, schlag, komm, jetzt guter Raimund, halt. Weiter. Ich schlage. Nächste Reihe, Raimund. Wir verlieren den Boden, Raimund. Ja, Raimund, hochziehen. Ich war ich bin gerade jetzt unterfordert. Jo, Papita. Ja. Jo, das ist der Dino da. Wow. Oh Gott, ihr seid schon wieder alle tot. Hier. Wie kommt man da wieder weg? Tobi, schlag mich. Oh. Okay, Tobi hat die Skills. Ich brauche gerade kurze Pause. Tobi hat die Skills gebracht. Jawohl. Ich habe meinen Daumen verknotet. Und Prost. Tata. Tata. Auf die Prostata. Tülülü. Die kommt jetzt in jeder Folge dran. Jo. Bis wir was Neues finden. Boah, wie weiß nicht. Ja, weiß nicht. Verschwörungstheorien? Kommt mir noch so vor. Es weiß doch jeder, dass die Erde eine Scheibe ist. Was? Was? Ja. Die Erde ist hohl. Eine hohle Scheibe. Nein. Sie ist nur hohl. Ja, natürlich muss sie eine Scheibe sein, weil sonst könnte sie nicht von Groß Arthurin getragen werden. Boah, ich hatte gerade Glück. Arthurin? Hallo, Scheibenwelt? Ja. Die große Schildkröte? Nein. Groß Arthurin, die Riesenschildkröte, die Welt trägt. Auf den. Nee. Also pass auf. Es ist folgendes. Du hast. Ich kenn nur Atlas, ja. Nein, das stimmt gar nicht. Du hast eine Riesenschildkröte, die durchs All fliegt. Auf dieser Riesenschildkröte stehen vier Elefanten. Ich habe die Namen von den Elefanten vergessen. Und diese vier Elefanten. Da oben wäre ein Schatz gewesen. Ja, komm mal hin. Ja, weiter, Domi. Diese vier Elefanten tragen die Erdscheibe. Hä? Das ist sowas Dummes, habe ich noch nie gehört. Hallo, das ist Terry Pratchett hat es geschrieben. Ah, wir können noch nach rechts, ne? Sowas Dummes habe ich noch nie gelesen. Kann man da links oben, kann man da hin? Da kann man doch rüberfliegen. Schau mal. Lass mich mal lebendig. Mach mich mal lebendig. Ja, komm mal hoch. Copacabana. Ah, das schlag mich halt nicht. Schau mal, ey, links kann man doch bestimmt da... Ach so, nee, doch nicht. Aber wegen der Schildkröte, das macht keinen Sinn, weil ich habe das irgendwie mitbekommen, dass die Erde eigentlich bloß der Augapfel eines Riesen ist. Hm. Ja, aber was ist dann das für ein Auge, wenn das flach ist? Ja, nee, aber jetzt muss auch dazu denken, dass es flach ist, hohl ist, nicht flach. Ja, natürlich. Auch Nazis brauchen ein Zuhause. Ja, aber die haben doch schon einen Mond. Denk halt mal mit. Ja, aber der Mond ist ja sowas wie die Außenbasis. Die Außenbasis? Ja, freilich. Ach, und der Headquarter von den Nazis? Das Braunschweig. Nein, Nürnberg. Nürnberg? Hab ich so nicht gehört. Nicht Spandau. Spandau? Was? Nein, der Headquarter von den Nazis. Braunau ist es. Ist Düsseldorf, weil Düsseldorf. Nee, was ist. Hä? Nein, Bielefeld. Bei Bielefeld gibt's eigentlich gar nicht. Und die verstecken sich da? Ja. So, hat jemand einen Aluhut dabei? Weil sonst können wir das hier nicht weitermachen. Also ich kann die Info echt nicht verifizieren. Ja, also ein Aluhut wäre echt gut. What the fuck, was passiert hier eigentlich? Ich komme hier so nackt vor. Ich komme hier gerade, Alter, echt. Voll durch. Ich komme hier so nackt vor mit Aluhut. Also. Okay, wenn man jetzt schaut, dann können wir auch richtig, wir können auch richtig abdriften. Ja. Wie heißen diese wetterverändernden Dinge? Die Chemtrails! Chemtrails, jo. Ja, die hat die Bundesregierung jetzt übrigens eingestellt, die Chemtrails. Warum? Weil wir schon alle zu dumm sind? Nee, weil sie zu ineffizient sind. Ja, und stattdessen wird das Grundwasser verseucht, oder? Weiß ich nicht, aber ich glaube, da gibt es ja auch gar keinen Alternativplan. Sind die dumm? Also, ich würde mir da echt mal Gedanken machen.
Ja, so ist er halt. So ist er halt. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, danke Merkel. Echt? Ach so. Ja, wir können kleine Shoutout an die Merkel machen. Ja, ja, da gibt's also die braucht unbedingt mehr Fame von uns. Braucht's nicht, die hört eh auf. Oh, mich hat dafür übrigens die, danke Merkel. Die Ananas zerbetscht. Danke Merkel, wegen dir bin ich jetzt im Drittversuch. Jo, nice. Hey, komm jetzt mal langsam weiter hier. Ja, ich warte dauernd, dass meine Blase zer. Jetzt, Hobbit. Hobbit! Achso, Hobbit. Moment. Ah, diese Ananas-Scheibe ist noch was drinnen, glaube ich. Wieso kann man die schlagen? Ja, jetzt ist nichts mehr drinnen. Ja, da kommt vorher ein Ding raus. Und manchmal ist es ja so, dass wenn ein Ding rauskommt, dass dann auch noch mehr rauskommen. Was? Wir müssen schnell wie möglich durch. Wieso? Da ist eine Münze. Die geht sonst kaputt. Ja, hoch. Oh, danke, dass du nochmal die. Achso, ich hab's jetzt verkackt. Okay, wir haben es komplett verkackt. Ja, nein. Ich will jetzt einfach weitergehen. Ja, also ich würde jetzt halt mal vorankommen. Zufällig sterben, ja. Sollen wir irgendwie da hochkommen? Oh, nicht mal so wie. Ja, vielleicht rettet mich ja mal der Domi, wenn es der Tobi schon nicht macht. Ach, der ist jetzt auch eine Blase. Ja. Ich bin Kumpelblase. Also ich, Kumpelblase. Jawohl, haben wir es geschafft, oder? Jawohl! 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 Nice! Neuer Abschnitt und los! Nice. Gebt mir ein N! N! Gebt mir ein I! Ich dachte, jetzt kommt Azi! E! Gebt mir ein Azi! Nein! wo war ich stehen geblieben? Gebt mir ein N! U! Nu! U! Nur ein U! Anus! Anus! Gebt mir ein E! Anusse! Anusse! Ich hab den Eingang gefunden, ihr Luschen. Ja, geh mal rein und wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Okay, jo. Ja, neue Welt, neues Thema. Also wir reden nicht über... Tod. Wir reden nicht über Anusse, ich hab dich gerettet. Nein. Und Anusinnen, also bitte. Oder Anus. Und Anende. Anende. Anus. Anende. Und stimmt, man muss immer Ende dahinten. Und Arne Nintende. Nein, Alurix. Alurix? Mir ist es los viel zu kompliziert, ich komme damit nicht klar. Ja, hallo, check your privilege und so. Check your privilege so, als hättest du irgendwie voll den Film in Abschluss und so, privilege. Ja, ich hab's total abstudiert. Was hast du? Was hast ich, du? Es ist, das ist das Internet, ich kann alles sein, was ich will. Okay. Ich muss mich nur als solches identifizieren. Ist ja nicht so, als ob man sich identifizieren lassen müsste. Hm. Muss ich das? Was darf man so als sozialer Arbeiter und Arbeiterin und Arbeiterinnen-Dendende? Und Arbeitslurchs? Arbeitslos und Arbeitslose und Arbeitslosinnen. Und Arbeitslosende. Und Arbeitslosinnende. Sinnlose. Arbeitslos. Danke, Tommy, danke. Konnte nicht anders. Ja. Jo, du stirbst gleich. Fuck. Macht nix. Ach ja. Wie heißt es so schön? Hast du keine Arbeit, bist du nichts wert. Ein Hoch auf die Erwerbslosigkeit. Ich hasse diese scheiß Eiskacke. Das ist voll kompliziert. Ja, bis jetzt fuckt euch. Geht's hier einfach weiter. Oh. Bam. Und so. Bam und so. Ich meine, das ist ein Solo-Alleingang. Bam, ja, Leute. Komm, ich will auch. Da kann man voll hin und her rutschen. Mag man ja noch fragen. Es ist ja nicht so, als ob ich hier in der Gegend irgendwie rumstehe oder so. Fuck, ich wollte das jetzt voll mit Style machen. Komm da nicht hoch. Der geht. Okay, hoch. Zu spät. Und hoch. Hoch. Und hoch. Fuck. So geht das. Wow. Hier Zigeuner. Jawohl. Meinst du Nationseuropäer? Und runter. Und Zigeunerinnen. Und Zigeunerinnen. Und Zigeuner-Loris. Ja.
Wie gesagt, Zigeuner darfst du nicht mehr sagen, das heißt Rotationseuropäer. Rotationseuropäer, was? Ja, weil die ja immer durch die Gegend rotieren. Von dem Wohnort. Hey, ich dachte, das wäre eine ethnische Bevölkerung. Also eine eigene Ethnie. Das sind Sinti und Roma. Meinst Sünden und Roma? Was hast du davor gesagt? Rotationseuropäer. Ja, und was sind das? Ja, Zigeuner. Vagabunden. Ach so. Vagabunden, ja, stimmt. Ah, da kann man sterben. Ja, das habe ich gerade gesehen. Das ist ein Geheimgang. Oh, genau. Warte, und jetzt? Haha! Jackpot! Ja, ist ja nicht so, als ob wir zur Konkurrenz stehen würden. Ah. Oh Gott. Also, es tut mir echt leid, aber dieses Level ist so anspruchsvoll, ich kann nicht denken. Vom Eise zerquetscht. Da gab's noch eine Münze, weißt du? Ja, die. Hallo, ich bin tot. Hallo. Hallo. Ja, ich übrigens auch. Bei dir ist wurscht. Bei dir ist es ja. Ja, ich bin tot, hallo. Ha, meiner. Oh, diese Füße. Ja, da kann man doch irgendwie nach links und dann hoch. Ah. Hallo, ich bin tot. Es interessiert niemanden. Es zählt nur der Fortschritt. Ja. Kraft durch Freude. Hallo, ja. Ich bin tot. Hier, ihr wirtschaftsradikalen Wachstumsjäger. Hallo, ich bin tot. Ja. Ja, wir sind alle tot, Dave. Also mach dich nichts was Besonderes. Ich bin eine sehr laute Minderheit. Eine sehr laute. Oh, ich bin auch tot. Hallo, rette mich. Dave. Naja, also ich meine, laute Minderheiten sind ja bei uns auch schon wieder die Mehrheit. Ah, und spring in dein Verderben, okay. Du fessiges Scheißding. Spring in dein Verderben. Ah. Ja, ich hab's gecheckt. Wir haben's gecheckt. Ja. Wir. Wir. Fällt mir gerade so ein, ich bin leer. fällt mir gerade so ein, ich bin voll. Wir hatten letztens erst die Eskalationsstufen. Eskaliert. Ist schon soweit. Haben wir noch Zeit? Ja, ja, freilich, erzähl. Okay, haben wir die Eskalationsstufen nach Friedrich Grasse. Und da geht es halt um, die erste Stufe ist hier Missstimmung, dann geht es um, dann geht der Konflikt weiter zu Debatten und so weiter. Ah, und da gibt es neun Stufen von dieser Konflikttheorie. Und die letzte ist ja dann die absolute Vernichtung, beziehungsweise der Krieg. Gemeinsam in den Abgrund gehen. Steht genauso in der. Verdammt, das habe ich sogar auch gelernt. Ja. Gemeinsam in den Abgrund. Ja. Mhm. Dass der Konflikt so in die Höhe schießt. Schießt. Ja, wie eine Erektion von einem 12-Jährigen, der zum ersten Mal Brüste sieht. Dass du dann. Ich bin jetzt kognitiv quasi überfordert. Alles daran setzt, den anderen zu zerstören, auch wenn es am eigenen Untergang bedeutet. Mhm. Ja, klar, naja, aber so ein Pass muss man haben. Nein, Dave, du musst jetzt. Hier, du hast mir zu viele Punkte. Weg mit dem Controller. Tobi hat mir gerade meinen Controller geklaut. Ja, ich bin an deinem. Okay, dann los, next level. Jetzt chill mal. Nein, wir, doch. Wir sind jetzt. Ja. Also, ich weiß noch, kann man da oben hoch? Nächste Schatzkiste? Moment, stopp! Zurück. Einmal nach unten gehen. Jo. Es ist fantastisch. Was macht der Typ mit seiner Zunge an dem Arsch von der Lady? Die schaut jetzt nicht so aus, als würde es ihr nicht gefallen. Es ist ein Massagestuhl. Es ist ein Massagestuhl. Das war's. Hurra. Ist ja nicht so, als ob das ab Null wäre das Spiel. Er leckt ihr gerade den Arsch und sie schreit Hurra. Ja, da sind doch noch Haare dazwischen. Jetzt sei mal nicht so sexistisch. Ey, stimmt, also ich meine, da ist ja auch noch die Frisur und die Tempel. Ja. Die Frisur ist das Frisur. Ja, siehst du, er vibriert, es ist so eine Art Massage. Ja, es ist eine Stimulation. Nein, Massage. Da ist jetzt überhaupt nichts Verwerfliches dran. Nö, die heben uns auf, ich will jetzt eine Schatzkiste. Ja, lass die Schatzkiste Spaß an. Ja, also ich glaube, die lassen mir jetzt mal Ruhe. Eine Eisangelsau. Sause. Sause. Ich will nicht zu den Schatzkisten. Ist ja gut, ist ja gut. Jo. Nein. Also ich find's immer schlimmer, wenn der Domi die ganze Zeit drum heult. Ja, das ist das eigentlich Schlimmste an dem Level. Das ist bei den Leuten, die halt beim Bund waren, ne? Meckern die ganze Zeit rum und bekommen einfach nichts gebacken. Ja, das, ja, weil da mussten wir keine fliegenden Kisten verfolgen. Ja, die sollen mal erwachsen werden und nicht die ganze Zeit rumheulen. Ja. Ich raff das nicht. Sorry, ich komme nicht vorwärts. Pass auf, jetzt guck mal Papa zu. Ich bin älter als du. Ja, du musst halt gleiten.
Du hast mich geschlagen, deswegen bin ich gestorben. Ja, weil ich hier zusehen sollte und das war so niedrig für mich. Ich hasse Kisten. Also wer ja immer von der Entwicklung auf diese Idee kam... Der war genial! Nein, das ja, war Ja, auf jeden Fall, das ist das beste Level. Ich hoffe, das auch immer in der Hölle schmort. Verdammt! Ja, hallo, wir haben Eis und wir haben Wasser zum Schwimmen. Das ist halt das absolute Todeslevel. Warum ist eigentlich immer der Dickste am schnellsten? Schwerkraft. Weil der Dickste immer vermutet, dass da irgendwie Essen in der Truhe ist. Ah, nee, weil er... Ach so. Schwerkraft. Außerdem, es geht größtenteils bergab, oder zumindest gerade am Anfang. Dann kommt einfach von diesem fetten Stück Scheiße die Masse in Bewegung... Achso, darf ich sowas überhaupt sagen? Ja, klar. Die kommt von den fetten Menschen, oder Globox in dem Fall. Da kommt es einfach in Bewegung und fängt dann an loszurutschen. Ach, die sexuelle Nutzmasse da. Das ist genauso, deswegen haben Panzer zum Beispiel auch einen Bremsweg aus der Hölle, ja? Weil die einfach so schwer sind, die Masse abzubremsen, das ist einfach richtig schwierig. Und ich hab's aber in Dokus mal anders gesehen, dass die voll schnell halten können. Ja, mittlerweile schon, aber es erfordert halt viel Technik, um einen Panzer schnell zum Bremsen zu bringen. Und so ist halt auch so, es erfordert einfach viel. Ich hab's viel, um dicke hinbekommen. Menschen zum Anhalten zu bringen. Okay. Deswegen, Gott sei Dank, rennen dicke Menschen auch so selten. Über Panzer? Was? Hä? Ja. Also du warst gerade bei Panzer, oder? Nee, bei dicken Menschen. Achso, ja. Die rennen immer noch bei Panzer. Die rennen Gott sei Dank recht selten, weil das einfach anstrengend ist. Und das wollen die vermeiden. Ja, panzerloser Gewalt. Achso, stopp mal, Du musstest irgendwie weiterkommen, was hast du da gemacht? Lass mich kurz nachdenken, bevor wir jetzt weiter losrennen. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, ich wollte mich bessern. Ich habe es wirklich probiert, aber... Es gibt einfach so viele fette Leute. Ich werde es in Zukunft vermeiden. Okay. Zeit dir verziehen. Auf jeden Fall. Also jeder hat mir eine fünfte Chance verdient. Da fällt mir echt ein, wenn ich so ein bisschen aus dem Rettungsdienst erzählen darf, die normalen Tragen im Krankenwagen mit dem Rettungswagen packen, glaube ich, 230 Kilo hoch. Ja? Wenn der Patient mehr als 230 Kilo wiegt, dann musst du den Schwerlast-RTW rufen. Gibt es im ganzen Landkreis nur einen, zumindest da, wo wir wohnen, der steht, ich kann dir das sagen, der steht in Greding. Okay. Sprich, wenn du wirklich so einen 300 Kilo Menschen hast, dann musst du den halt rufen. Der hat aber auch nur eine Trage, die gibt es ungefähr 360, 380 Kilo, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn du so einen richtig dicken hast, so einen richtig dicken Brummer, dann hast du echt ein Problem. Weil wie transportierst du den dann? Ja, und was ist, wenn der Krankenwagen nicht genug PS hat, um den zu transportieren? Ja, mit dem Gabelstapler, der geht bis 2 Tonnen, da klar. Ja, mit dem Gabelstapler? Das geht dann tatsächlich so, dass die Feuerwehr irgendwie einen Pritschenwagen leerräumen muss. Müsste dann hinten drauf gespannt werden. Leute, ja... Das muss man sich vorstellen, es gibt Menschen, die zu schwer sind, um sie in den Schwerlast-RTW einzuladen. Das soll schon was heißen, oder? Ja. Ja. Stell dir mal vor, du bist so ein richtig dicker Mensch und dann, du musst ins Krankenhaus. Ja, RTW geht nicht. Ja, wir wollen Schwerlast-RTW. Ja, für den sind sie jetzt auch zu dick. Wir hätten hier noch irgendeinen Pritschenwagen oder sowas, einen LKW, wo wir dann drauflegen auf der Europalette. Spannen sie dann da fest und dann fahren wir sie ins Krankenhaus. Ja, okay, aber jetzt bist du erstmal schon mal in der Phase, dass der wirklich erstmal im Eingang wäre. Was ist, wenn er im 12. Stock liegt? Dann brauchst du... Ohne Aufzug! Dann brauchst du die Feuerwehr... Dann brauchst du die Feuerwehr, dass... Über die Rettungsleiter runterrollen, oder wie? Ich würde ja sagen, aus dem Fenster... Die Treppe rollen! Quality Content... Ach so, wie die neue... Da kommt eine neue Staffel von My Little Pony raus, bestimmt! Kinderfreundlich und so. Ich muss das Thema wechseln. Werde ich wieder böse. Ja, wir schweifen da aus gerade. Also ich fand das jetzt gerade sehr interessant. Jo, nein, Dave, wie ist deine Meinung dazu? Dass wir eine geile Trophäe haben und... Sprinter. Ja. Ich dachte, das wäre ein Auto. Nice Scheiß. Weiter. Genau. Nein, ups. Nicht gegen die Kugel. Ja, chill mal. Ach so, apropos Sprinter. Also Mercedes-Benz. Also... Ihr euch schon bewusst, dass eigentlich Carl Benz das offiziell das erste Auto entwickelt hat. Echt? Ja. Ja. Und zwar war das in den 1880er Jahren und es war ein Dreirad. Von Pferden angetrieben? Nein. Was? Warum nicht? Hey. Von hamsternden Rädern. Von hamsternden Rädern. Nee, von Gnomen, die im Motor hocken und die Zylinder mal rauf und runter geschoben haben. Ich hab's gewusst. Von Hobbits?
Fette Hobbits? Fette Hobbits! Fette Hobbits in der Minderheit. Was? Tommy, was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Und Minderheiten darf man nicht diskriminieren. Ja. Ist eigentlich ein deutscher Hobbit eine anerkannte Minderheit? Auf jeden Fall. Dicke. Let's Players sind auch eine Minderheit, hallo? Sind Dicke eigentlich eine Minderheit? Ich meine, von der Masse her gesehen. Naja, in Amerika sind glaube ich schon. Was ist los? Von Masse auf jeden Fall eine Mehrheit, jetzt aber. Jetzt werde ich einmal in Schwung. Aber in Amerika sind glaube ich 80% mittlerweile übergewichtig. Was? Laber. Ja, ja, wobei, du musst ja auch sagen, wie viel übergewichtig. Der ganze Kontinent ist schon Meter tiefer im Meer versunken, weil es so viele fette Leute sind. Wobei ich sagen muss, auch wenn du. Alter, was hast du für Quality-Seiten, wo du dann Infos herbekommst? Also, das habe ich jetzt gerade erfunden, aber es gibt echt viele Fälle. Tatsächlich mal kurz zu. Mal kurz ernst noch. Ja. Ich raff den Anfang einfach. Das geht ja vom BMI aus. Von, also Bundesministerium für was? Für Internet, nein. Da Axel Voss übrigens führt. Okay. Ja, Internet Body, ist Neuland. Sogenannten Body Mass Index. Und das Ding ist, du bist so schnell wie so ein Body Mass Index aus. Es gab mal tatsächlich unglaublicherweise eine Zeit, wo ich echt gut trainiert war. Tatsächlich. Ja, und da war mein Body Mass Index auch gesagt, dass ich dick bin. Und das, obwohl ich echt, also ich war schon, also. Knusprig? Auf jeden Fall. Es ist vorbei. Ja, boom, Bitch! Nice, schade, es hat echt Spaß gemacht. Ja, Domi, du wolltest erzählen, ja, du warst Level mal fett. Nein, das Level ist vorbei, wir hören jetzt hier auf. Nein, der Domi war fett, ich will die Geschichte hören. Nein. Doch. Das sehen wir euch beim nächsten Mal. Dieses war der letzte... Nee, Leute, da war ich... der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Keine Ahnung, welche Folge sind wir? 17? Nee, das wäre jetzt die 14. Nee, überhaupt. Keine Ahnung. Ja. Dieses war der 13. Streich, doch der 14. folgt sogleich. Wie kommst du jetzt auf 13? Ja, aber dieses, also ups. Ja, aus Protest. Protest würde ich. Ich würde jetzt nicht die nächste Folge anschauen. Domi, Alter, macht einen Cliffhanger rein, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Auf jeden Fall. Also, tschüss. Also Domi, lade ich nicht mehr an, wenn du hier weiter so Cliffhanger produzierst. Ja, nee. Also jetzt kann ich es nicht erwarten, die nächste Folge aufzunehmen. Die Levels sind geschichtlich abstrakt unterschiedlich mit einem Ende am Ende. Unterschiedlich? Ja. 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 Können wir jetzt einfach diese Folge beenden? Nein. Und Schnibbeldibu. Schnibbeldibu, das klingt gut. Schnibbeldibu, die Folge ist jetzt zu.